Das geht wirklich hoch. Aber ich bin, glaube ich, bald oben. So, guten Morgen. Guten Morgen. Heute haben wir den 13.10. Heute ist wunderbares Wetter angesagt. Und wir haben jetzt vor, ins Kinzigtal zu fahren, vom Kinzigtal ins Schuttertal, von dort dann wieder an der Schutter entlang zurück Richtung Kehl. Okay, bis später. Ich warte auf Susanne, die habe ich irgendwo abgehängt. Wetter ist morgen herrlich. Heute sind 27 Grad angesagt. Ja, ganz gut Gegenwind. Und ja, sonnig. Wirklich tolles Radlwetter. So, wir haben ordentlichen Wind heute und auf dem Giffizsee segeln sogar ein paar Leute. Das ist nicht besonders groß, aber ja, wie man sieht, es funktioniert. Ja, wir fahren hier praktisch rechtzeitig der B33. Das heißt, wir fahren nicht den eigentlichen Kinzigtal-Radweg. Hier ist es einfach kürzer und uns interessiert mehr das Schuttertal. Ja, und wir haben kräftigen Gegenwind. Ein Stück fahren wir jetzt auf dem Kinzigtal-Radweg bis Steinach. Ja, also noch so 1 bis 2 Kilometer. So, wir haben jetzt das Kinzigtal verlassen, Steinach entsprechend auch, und fahren jetzt hier unten Richtung Welchensteinach. Ja, hier wird es ziemlich warm. Wir haben jetzt auch schon mal uns ein bisschen
angepasst, klamottentechnisch. Das ist wohl eine ziemlich warme Ecke hier. Da haben wir gestern ein Video geguckt vom Urs aus Dornstetten, kommt der, gell? Ja. Aus Dornstetten vom Kanal der Trekkingradler. Der ist hier, glaube ich, bei 35 Grad gefahren. Also hat ziemlich geschwitzt. So, jetzt geht die Strecke langsam mal hier und da nach oben, sodass wir uns langsam dann dem Schuttertal nähern werden. Immer mehr wird es jetzt Anstiege geben. Ja. Aber ein herrliches Wetter heute und von daher macht Spaß. Ja, jetzt sammeln wir unsere Höhenmeter, 600 bis 700 Höhenmeter insgesamt, und das ist genau auf diesem Teilstück überwiegend. Klettern wir so richtig hier bergauf. Ja, ich denke, dass wir hier ganz schöne Höhenmeter von unserem Gesamtstrecke hier schon mal machen. Ja, es geht hier knackig hoch. Und warm ist es geworden. Das geht wirklich hoch. Aber ich bin, glaube ich, bald oben. Oh.
Und da unten sind wir jetzt hochgefahren. Jetzt wissen wir ein kleines Stück zurück und dann geht's hier hinter mir runter. So, jetzt haben wir uns frisch gestärkt und jetzt geht es weiter Richtung Schuttertal. In Schuttertal haben wir ein kleines Verkehrschaos ausgelöst. Wir sind von der Seite her in eine Baustelle reingefahren, die einspurig befahrbar war. Und unsere Richtung hatte wohl gerade eine Rotphase, aber wir haben überhaupt keine Ampel gesehen, weil wir von der Seite kamen. Wir haben da ganz Gegenverkehr und alles stand irgendwie kreuz und quer. Naja. Bitte will ich zwar auf die Straße schicken, aber hier ist ein wunderbarer Radweg und auch nicht befestigt, aber lässt sich prima fahren. Auch schön angelegt mit Sitzplätzen und so. Ja, jetzt fahren wir hier an der Schutter entlang. So, wir sind jetzt noch in Lahr, verlassen das aber gleich. Haben auch hier einige adäquate Steigungen hinter uns.
So, wir werden jetzt gleich noch in die Schutterzeller Mühle einkehren, was trinken oder vielleicht auch essen, mal schauen. Schutterzeller Mühle ist eine der Top-Adressen für Flammkuchen in unserer Gegend. Schon seit Jahrzehnten machen die wirklich ganz hervorragende Flammkuchen. Ja, da fahren wir jetzt so kurz durch. Okay, ab 15 Uhr geschlossen, da kommt zu spät. Naja. Auch gut. So, jetzt haben wir also wieder die Schutter erreicht. Am Unterlauf bei Kehl, ein kleines Stück weiter, so einen Kilometer, mündet sie dann in die Kinzig. Da kommen wir gleich noch dran vorbei. So, jetzt sind wir am Ende unserer Tour angekommen. Jetzt haben wir noch wenige Kilometer bis nach Hause. Ja, die Tour war super, bei super Wetter. Also für 13. Oktober ist es wirklich ganz herrlich gewesen heute, also immer noch sehr warm. Ja, es war eine schöne Tour, es war teilweise hügelig, also insbesondere zwischen Steinach. Kann man wohl sagen, ne? Insbesondere zwischen Steinach und Lahr, also kurz vor Lahr ging es nach Heiligenzell nochmal ziemlich hoch. Ja, aber gut zu machen. Und ja, hat Spaß gemacht und gut, dass wir es heute gemacht haben. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.